Israel ein religiöser Staat ist. Und natürlich ist eben, Sie haben aufs Christentum verwiesen und die jüdisch-christliche Zivilisation, die wirkt ja natürlich auch politisch. Nicht wahr? In jeder Stadt, in jeder Dorf haben sie ihre Kirchen etc. etc. und die Gemeinschaften sind gebunden an diese Kirchengemeinden und leben eigentlich aus diesem Gefühl, diesem Heimatgefühl, das mit der Religion verbunden ist. Also grundsätzlich die Frage, jede Religion ist politisch und davon soll man nicht absehen. Ja, nicht? Es stimmt nur leider nicht. Aber Sie werden sich das Buch kaufen, auch durchlesen. Deshalb bin ich ja, beginnt das Buch mit dem Leviathan. Mit dem Leviathan. Thomas Hobbes schreibt das Buch. Ja, der ist aber Vergangenheit. Ne? Ich lasse ihn doch auch ausreden. Das Christentum ist keine politische Religion, spätestens seit Augustinus. Ich kann Ihnen jetzt aber keine Vorlesung halten über Augustinus und den Leviathan. Das Christentum kennt die Trennung von Staat und Religion. Auch die Trennung, aber ich kann Ihnen jetzt keine, lassen Sie mich aussprechen. Ich kann jetzt keine Vorlesung halten. Stimmt alles nicht, was Sie sagen. Jetzt, Judentum. Das traditionelle Judentum, das orthodoxe Judentum, hätte man wirklich nicht in eine bürgerliche Gesellschaft integrieren können. Deshalb entsteht im 19. Jahrhundert das Reformjudentum. Die Reformjuden sagen, wir wollen uns integrieren. Wir müssen unsere Religionsgesetze, die das Judentum ja hatte, überwinden. Das heißt, das Judentum hat von sich aus eingesehen, was die Muslime nicht einsehen wollen, außer Armer. Sie müssen ihre Religion reformieren, um sich integrieren zu können. Dass nach dem Holocaust eine Rückwendung kommt und die sagen, Moment, jetzt brauchen wir welchen Jüdenstaat, weil niemand hat uns geholfen. Das müssen Sie auch mal erwähnen. Der jüdische Staat entsteht ja nicht aus nichts. Und der jüdische Staat ist die Reaktion und er wäre nicht entstanden ohne Holocaust. Der Zionismus ist viel älter. Das weiß ich, aber ohne Holocaust, ohne Holocaust jetzt niemals den jüdischen Staat gegeben. Entschuldigung. Weiß ich nicht. Gut. Ich möchte nur fragen, ich habe das Buch zum Großteil bereits gelesen. Danke vielmals. Ich habe so eine Frühausgabe noch zum Proofreading bekommen. Aber danke sehr. Ich wollte nur fragen, also das sieht ja alles so aus, als ob das nicht rein zufällig so gekommen wäre ab dem Jahr 2015. Gibt es irgendeine Erklärung dafür, die übergelagert ist über diesen medioker ausgebildeten Millionen von Leuten, die Richtung Europa gekommen sind und bereits untergetaucht sind in 3 bis 4 Hilfestellungen von allen möglichen Landesteilen Deutschlands, Österreichs und so weiter bekommen. Gibt es da irgendeinen Plan dahinter, den man erkennen kann? Ja, Ursula hat sich vorgelesen von Budmeh im Jahr 1974. Es gibt natürlich von den Muslimbrüdern, also die 56 islamischen Staaten, die organisiert sind, dort bestimmen die Muslimbrüder. Die Muslimbrüder, Hassan al-Banna gründete die Muslimbrüder 1928 mit dem Ziel der Weltherrschaft. Und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern es steht auch in der Charta der Muslimbrüder bis heute drin. Die Muslimbrüder haben zusammengearbeitet mit den Nationalsozialisten bis 1945 und heute arbeiten sie natürlich mit den Linken und mit den Grünen zusammen. Also ich kenne keine intelligentere, besser organisierte Organisation weltweit als die Muslimbrüder. Viel Glück. Es gibt ja noch andere. Hier war noch eine Wortmeldung. Hier und dann hier und hier. Bitte, einer nach dem anderen. Ja. Bevor ich meine Frage stelle, möchte ich kurze Stellung für ein Statement abgeben. Auf Ihre Frage, was können wir jetzt tun, hat der Lehrer geantwortet, naja,